Ja, feiner Kyoto, ganz fein, ob ihr guckt. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Es regnet heute, oh yippie-yay, Schweinebacke, das ist sehr gut. Dann kann ich mich auch mehr auf andere Dinge konzentrieren. Ich gucke nochmal ganz kurz, die Seeds kann ich einbauen. Das hier alles ist eher so materialmäßig. Das kann ich euch wieder Sapling. So, du kannst hier noch rein. Gut. Der Rest. Ich habe sogar zwei Cherry-Bomben, sehe ich gerade. Wupp, wupp. Okay, gut. Die Geoden könnte ich ja mal mitnehmen. Die kann ich ja mal zum Typi bringen, zum Blacksmith. Und die setze ich gleich ein. Sehr gut. Die Gießkanne brauche ich heute definitiv nicht. Es gießt schon besonders von allein. Gut. Ja, bitte was? Sehr schön. Gut, so viel dazu. Rennt sie schon? Ja, sie rennt schon. Oh, sie ist immer so langsam. Gut, was machen wir denn bis dahin? Ich könnte ja ein bisschen auf dem Feld schon was machen. Oder ich lese den Brief hier. Hallo? Hallo, Yume. Oh, ich habe Geld bekommen. You settled into your new life yet. I can't believe you're grown up now. Time flies and no need laying around. Natürlich. Oh, unser Vati hat uns ein bisschen Geld gegeben. Das ist aber sehr nett von ihm. Hallo, Miss Yumi. Letzte. Ach so, ja. 1G. Ja, wir wurden wieder gefunden, weil wir in Ohnmacht gefallen sind. Das machen wir am besten jetzt immer so. Ich meine, wenn das nur 1G kostet. Können wir bis späte Nacht bleiben. Oh, hier sind wieder ein paar Berien. Und da sind noch mehr Berien. Sehr gut. Können wir alle einsammeln. Ja, so ein bisschen mal hier, ne? Hier oben ist aber so weit nichts mehr. Was war denn das da hinten gerade? Ja, nee, das gehört zum Zaun, ne? Ja, gut. Schlag mal erstmal mit unserem Knüppel drauf. Okay. Okay. Wo war denn der Schmied nochmal? Ich weiß auch gar nicht mal, was in den ganzen Geoden drin war. Das wird jetzt wieder ein lustiges Hin- und Hergerenne. So ein Hüll. Ach ja, der Schmied, da war einmal quer rüber, hä? Da muss ich über diese kleine Insel. Wenn ich mich recht erinnere. Und so langsam wie die läuft, ist er vermutlich eh schon offen, bis ich ihn gefunden habe. Gut. Hi Penny. So. Nope. Hier rüber. Das sieht gut aus. Oh, ich kann schon was einsammeln. Der Schmied müsste aber hier oben jetzt sein. Naja, genau hier. Hat er schon offen? Nein, noch nicht. Wir müssen noch ganz kurz warten, bis es 9 Uhr ist. So, da ist es Mittwoch. Da müsste er, denke ich mal, auch offen haben. Hallo, ich warte hier im Regen. Wann bist du offen? Huch. Jetzt. Hello. Ups. Hä? Was? Was habe ich getan? Upgrade Tools. Eine Kupferpickaxt. Könnte ich eigentlich mal machen, ne? Kostet aber auch so viel Geld. Da muss man wirklich aufpassen. So, können die Geoden? Ja, hier. Dann. Hör, was ist das? Stravish? Keine Ahnung, was das ist. Ich habe ein Artefakt gefunden. Auf der Lok. Okay, das kann ich im Museum abgeben. Das ist aber toll. Ich muss mir trotzdem noch die Geoden abgeben. Wow, 10-mal Kupfer. Willst du mich verarschen? Oh, noch ein Artefakt. Thunder, whatever. Und nochmal Kupfer. Oh, was ist das? Aha. Kalkheit, okay, Kohle. Schlag drauf, Baby. Oh, ich glaube, das ist auch noch ein Granit. Okay. Hier habe ich noch 3 Stück. Oh, das sieht aber schick aus. Steine. Oh, was ist das? Slate. Und 10-mal Steine. Super. Ein bisschen was haben wir ja jetzt. Ich muss mal gucken. Moment. Ein Mineral, eine Ressource, ein Mineral, Ressource, Mineral, Ressource, Mineral, Thunder-Egg. Gunther can tell you more about this. Wir können es dem Museum donaten. Hier sind viele Sachen, die wir dem Museum donaten können. Oh Mann, schade, ich kann den Helm tragen. Na gut, dann gehen wir mal ins Museum und donaten. Verspringt das ja irgendetwas? Man weiß es nicht. Stimmt's, Penny?
Die steht hier im Regen, die Arme. Das arme Lümmeltier. Ah. Hm. Abysmal. Not a single piece of entire collection. Ja, kein einziges Stück. Huh? Was ist das? Du hast das gefunden? Lass mich mal sehen. Aha, aha, interessant. Mhm. Oh, unverkennbar. Das ist sehr alt. I love to study this in greater detail. Ja, ich würde es gerne näher untersuchen, aber es gehört leider dir. Hm. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wollt ihr consider donating any few artifacts, Mineralien? Okay, er fragt uns, ob wir einige Artefakte oder Mineralien spenden würden, die wir gefunden haben oder finden werden. Could make a groundbreaking discovery together. Okay, ja, sie könnten eine neue, wunderbare Entdeckung machen. Eine durchbrechende Entdeckung. Oh, und wer weiß, if you keep needing, I might come across some interesting items to send you away. Okay, vielleicht schickt uns auch interessante Gegenstände als Dank. Ja, ja, ich würde das tun. If you decide to donate, just bring the objects to the front desk. Okay, wenn wir was finden, sollen wir es einfach vorne an den Schalter bringen. Können wir ja gerne machen. Wir haben ja ein paar Sachen. Wie das hier zum Beispiel. Donate. Okay. Ich tue erstmal hier alles hin. Können wir auch Sachen aus Versehen doppelt donaten? New Reroad. New Reroad. So. Cool. Haben wir erstmal alles jetzt donatet. Ja. Collect Rerods. Oh! 12 Tage. Die kriegt man sogar noch in diesem Monat fertig. Cool. Was gibt's? Archäologie. Oh, wir haben noch ein bisschen Geld gekriegt. Sehr geil. Benötigen in den Artefakt und bababababam. Sehr gut. Und sonst? Racing Animals. Ja, das kenne ich. Ja, ich weiß. Oh, wir finden immer noch 2. Ja, 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 ist ja gut. Gut, da haben wir jetzt ein paar Sachen zusammengekriegt. Sehr gut. Was heißt das? Wir sollten öfters in die Minen gehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, ich laufe gerade falsch. Ich hätte auch unten rumgehen sollen. Gehen können. Naja, egal. Jetzt bin ich einmal hier oben. Kann ich auch hier rein? Im Jojo-Markt. Was bringt eigentlich diese Cola? Mhm. So viel bringt die gar nicht. Wallpaper. Hm. Geht so, ne? Gehen wir einfach mal wieder. Ah, schön. Dann können wir auch die Eisen, die Kupferdinger schmelzen. Gucken wir mal dann, ne? Da kupfen wir dann mal. Haha, witzig. So. Ups. Nein, ich wollte hier gucken. Wir sollen 20 Mal Kupfer bringen. Looking for someone bring me. Clint. Wir können keep the areas after. Ja, okay. Wir können das Kupfer dann noch behalten. Machen wir mal. Wir warten nochmal Clint. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin ein böses Gummibärchen. Nein, ein böses Panda-Bärchen. Clint. Who the fuck was Clint? Ach ja, okay. Er ist Clint. Nee. Dann können wir wieder zurückgehen. Toll. Zurück zu Clint. Dann kriegen wir Fat Money. Wir brauchen 4000 Money für einen Hühnerstall und so. Das wäre cool, wenn wir das hätten. Wow, wow, wow. Wo war's? Hier. Hups. Ach nee, ich habe ja noch 15. Immer wieder zurückrennen. Oh Gott, Leute, es tut mir so leid. Bitte tötet mich nicht dafür, dass ich so dumm bin. Okay, nochmal zurück. Aber ich müsste Kupfer noch bei mir dabei haben. Also bei mir dabei in meinem Haus. Ihr wisst schon. Zu Hause müsste ich Kupfer haben. Oh mein Gott, Bären. Überall sind Bären. Ich sammle sie allein. Sie sind alle mein. Bären, Bären, Bären. Bären, Bären, Bären. Bären, Bären, Bären. Hello, is somebody home? One someone to talk to me? Nein. Ich finde immer noch 2 Leute, mit denen ich nicht gesprochen habe. Mann, das ist voll doof. Ob die mir jemals mal über den Weg laufen? Die sind sehr gut im Verstecken, glaube ich. Hm. Ups. Ja, und ich bin sehr gut im Randalieren. Oh, mein Vincent langweilt sich.
Oh Mann, so. Ach ja, genau, mit ihm muss ich noch reden, ne? Geht aber nicht. Weil er da mal drin sitzt und musiziert und sein Zimmer abgeschlossen hat, der Idiot. So ein Idiot, Mann! Gut, gehen wir mal weiter und gucken wir mal so. Okay. Die Kuh macht Mut, das Schaf macht Miau. Was? Dann gucken wir mal hier unten noch. Genau, so ein paar Bären sind. Huch. Ich schlacke andauernd mal mit meinen Knüppel überall drauf ein. Das ist irgendwie so voll mein Ding. Sehr gut. Fibers. Sonst ist ja nichts, ne? Ich müsste hier vielleicht auch mal ein bisschen genauer mal durchgucken. Das wäre vielleicht mal eine Option. Hier sind bestimmt einige Sachen, die ich mitnehmen kann, die man unschwer erkennen kann. So. Aber ich gehe mal hier einfach so achtlos durch. Seht ihr? Es lohnt sich schon, hier mal durchzulaufen. So. Ich muss hier durchschlagen. Ich fühle mich wie Indiana Jones. Da oben ist nichts. Aus dem Weg! Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ups. Hier. Da. Oh mein Gott, sind das viele Bärensträucher. Oh mein Gott. Es lohnt sich. Oh, sind das andere? Die sehen so rot aus. Nein, das sind dieselben. Oh mein Gott, ich habe schon 17 davon. Oh mein Gott. Ups. Lohnt sich auf jeden Fall ja immer mal durchzugehen, wie man unschwer erkennen kann. So, ja, oben war was. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe es gesehen. Gut, dass wir das hier mal gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie gut man die verkaufen kann. Oh mein Gott, da unten ist auch noch. Eigentlich hatte ich andere Sachen vor, aber jetzt bin ich gerade so mit den Sträuchern beschäftigt, dass ich nichts anderes tun kann. Es tut mir so leid. Ups. Hier noch. Und da. Und überall. Alles meins. Alles, was hier ist, ist meins. Meins, meins, meins. Ich bin sehr gierig. Sehr gierig. Sehr greedy. Ah. So. War's das? Da kommt hier noch Möhr. Da. Ach ja, ich wollte was mit Kupfer machen, ne? War da nicht was mit einem Kupferauftrag? Naja, wer weiß. Oh. Spring Onions. 2 Stück. Okay. Frühlingszwiebeln, also. Cool. Wow. Ich bin hier ganz fett am Einsammeln. Ich bin hier ganz voll mit dabei. Hier noch. Da unten ist bestimmt auch noch was. Genau. Sogar 2 gleich. Oh, 3 sogar. Wup, wup. Wow. Guck ich das mal an. Ho. Das ist cool. Das muss man mal so sagen. Oh, da. Da hat sich einer versteckt. Ein Busch. Dachte wohl, er kann mir entkommen. Oh. So übers Ausrasten. Oh Mann. Geht's denn hier hoch, ne? Na gut. Okay, ich glaube, ich schaff's nicht nochmal zurück zum werten Herr Blacksmith. Aber wir können ja nochmal dann wieder ins Dingens gehen. Ihr wisst schon, da wo so lustige Sachen sind, wo man kämpft und so. In die Minen, genau. Oh, da ist noch ein Busch. Halt, Leute! Nein, geht nicht zu weit. Hier ist noch ein Busch. Okay. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, was ich hier getan habe. Das war nicht schlecht. 41 wollt ihr mich verarschen. Okay. Die Cauliflowers müssten wir auf jeden Fall noch machen. Diese kann ich nicht so einfach zu hauen. Na gut. Das machen wir heute auf jeden Fall noch und dann würde ich sagen, ich gehe direkt dann nochmal ins Dingens. Naja, ihr wisst schon. Ins Minending. So, das hier erstmal alles rein. So. Ah, nochmal das hinsetzen. Fein justieren. Ups. Das behalte ich mal. Das kommt rein. Das auch. Da brauche ich auf jeden Fall noch eine Hoe. Voll krass die Hoe. Okay, das unterm Tisch. Warum auch nicht?
Ist ja witzig. Ende. So. Ein Stück haben wir. Geh ich mal hier noch runter. Wow, das ist dieses Field ist so hässlich. Es ist unglaublich. So, ja. Machen wir mal hier. Und, da. Und dort. Und überall. So, fertig. Hihi. Gut, wenn wir uns beeilen, können wir noch ein bisschen was reißen. Ich sagte, wenn wir uns beeilen. Danke. Tun wir mal die Ho wieder rein. So. Jetzt auf dem schnellsten Weg aber ab in die Mine. Dann können wir vielleicht noch ein ganz klein wenig machen. Ein ganz kleines bisschen Bits. Nervig. Nur Nervbits. Na lauf! Lauf! Lauf weg! Der Pfeil holt dich! Wow, wow! Der Pfeil frisst dich! Nam, nam, nam! Oh Gott, ich bin so behindert. Einfach alles mitnehmen, was mir... Oh mein Gott, Bären. Ich habe ein kleines Bärenproblem, glaube ich. Wir haben ein Problem mit Bären. Ja, ich auch. Alter, die wachsen jetzt ja alle so. Das ist voll schlimm. Bringt vermutlich gar nicht. Das lohnt sich vermutlich gar nicht, die einzusammeln. Na, vielleicht im ersten Jahr noch, aber später dann sicherlich nicht mehr. Jetzt kommt wieder das Gekrummel hier. Hallo, mein Name ist Yume, ich habe Probleme. Alter, wie viele Bären ich inzwischen zusammen habe. Hey, hallo, danke. So, und dann geht's mal runter in den 10. Stock. Witzig. Und gleich noch eins weiter. Bis in den 10. Stock und noch viel weiter. Bam. Lol. So, schauen wir mal, was jetzt hier los ist. Und wir kämpfen uns durch die Gegend und sammeln Kupfer. Kupfer, Kupfer. Cooles Kupfer. Das nehmen wir mal mit. Dankeschön. Ey, Alter. Du kleiner. So ein Lümmel aber auch. So. Können wir nicht gebrauchen. Solche tun ist gut hier. Oh Mist, ich komme da gar nicht ran. Ups. Gar nichts drin. Gar nichts drin. Es ist die gar nichts drin, Magie. Toll, Steine. Oh. Auch nichts. Ekliger Käfer. Let's kill. Ansonsten? Mir ist nicht sehr viel los, würde ich mal so behaupten. Auch keine Monster-Power? Na gut, dann rennen wir einfach mal hier rum. Machen ganz viele Sachen kaputt. Darf nur, dass wir tiefer kommen. You have to dig deeper. Yeah. Kampf! Um Leben und Tod! Woo! Wow. Gut, geht's auf jeden Fall schon mal tiefer. Oh, Alter! Ist wie sie angeschissen kommt. Was heißt das? Alter! Komm. Diese Probleme hätte ich auch gern. Meine Güte. Na, hup. Clash 2. Ihr wollt wohl wissen, wie es geht hier, hä? Wupp, wupp. Sonst noch irgendwas hier? Nope. Ich hoffe, ich finde bald wieder meinen Aufzug. Muss immer denselben Weg nehmen. Ich armes Ding. So, wieder ein bisschen Quarz. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Machen wir dich. Und dich. So. Alter! Killer Slime. Doing Killer Things. Ich komme nicht an ihn ran. So, hier. So geht das. Oh Mann. Na komm. Sehr gut. Haben wir noch ein bisschen Kupfer zusammen. Oh, sogar nochmal Kupfer. What? Ja, ich weiß, du wirst müde. But nobody cares. Ey! Das ist dick da. So, ist sonst noch was? Nee. Gut, dann gehen wir mal ins Tiefer. Hier war doch irgendwo genau hier. Ah! Perfekt. Ah, 15. Sehr gut. Hier können wir quasi das nächste Mal einfach weitermachen. Das gefällt mir. Hier ist nichts.
Hier vielleicht, dann das auch nicht. Aber waren wir nicht schon mal hier? Das kommt mir also bekannt vor. Es sieht alles so gleich aus hier. Ja, und du wirst müde, ich weiß. Du pennst, glaube ich, gleich weg, ne? Na, okay. Na, dann schlagen wir hier mal so ein bisschen rum. Bäm, 10 Steine. Das ist der Shit. Ah, hier oben sieht man sogar, welchen Level man hat. Das habe ich vorher nicht bemerkt, weil ich doof bin. Ich habe keine Ahnung. Na komm. Mhm. Na komm. Hm. Man fällt sie eigentlich schon mal in Schlaf. So langsam müsste sie ja wegpennen. Hm. Oh, Kupfer. Ah, hier geht's noch tiefer. Oh, jetzt schläft sie weg. Gut, wir haben es bis zur 16 geschafft. Da wird noch ein bisschen, bis wir bei der 20 sind, aber das wird schon. Okay. Oh. Foraging. Ah, wir können eine. Was? Professional New Crafting Rezept. Tapper. Was ist denn ein Tapper? Ich weiß nicht, was ein Tapper ist. Ich gucke gleich mal nach. So, Ein Tipper. Ein Gummisammler, ein Gummizapfer, ein Rubber-Tapper, ein Muttergewindebohrer für spezielle Einsatzzwecke. Was? Ich habe keine Ahnung, was ein Tapper ist. Ach, gut. Nein, ich wollte doch liegen. No, not. Okay, liebe Freunde, das war's wieder von der heutigen Folge von Stardew Valley. Ich würde sagen, wir kommen gut zusammen. Hupsi-pupsi. Wir kommen gut voran. Ich kann noch nebenbei während ich abmoderieren noch ein bisschen organisieren. Ich weiß nicht. So, wir werden, wie gesagt, weiter schauen, dass wir irgendwie an die 4000 rankommen. Eventuell auch ein paar Sachen verkaufen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Okay, dann sage ich mal bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.